Hallo und herzlich willkommen zur letzten Preview von diesem Spieltag, vom 26. Spieltag auf meinem Kanal. Heute mit der Partie Ingolstadt gegen Mainz. Ja, wir sind in Ingolstadt, es regnet wieder mal wieder. Aber hier haben wir schon mal eine Statistik, und zwar Córdoba hat im letzten Spiel 2 Tore gemacht, ja. Der hatte mal gezeigt, was er kann. Und vielleicht schaffe ich es dieses Mal auch wieder mit ihm, denn ich spiele mit Mainz, Auswärtsteam, ist ja klar. Bin heute wieder alleine und deswegen gibt es nur die Highlights. Mein Kollege Armin hat leider keine Zeit, wird aber dann, ich weiß nicht, ob er im nächsten Spieltag mit dabei ist, aber auf jeden Fall übernächsten Spieltag wird er wieder mit dabei sein. Da gibt es auch wieder normale Videos, normal lange. Aber das nur am Rande. So, Ingolstädter Aufstellung kommt. Legiano, Lecky, Hartmann, okay, ist schon ein Dreiersturm. Morales, Roger, Groß. Also 4-3-3 jetzt ist mit Hitten, Matip, Leves und Suttner natürlich. Wahl ist noch ein bisschen unerfahren. Die anderen drei richten das aber wahrscheinlich schon. So, auf der anderen Seite bei meiner Mannschaft ist vorne Córdoba. Dahinter Mali de Blasis, Clemens, ja, Latzer frei auch noch. Und Innenverteidigung ist auch alles geblieben. Löse hinten im Tor außerdem noch. Ja, und dann kann eigentlich schon die Partie angefilmt werden vom Herrn Schönlebe. Und ich habe Anschluss, wie es aussieht. Ja, so ist es. Taktik ist eingestellt. Und ja, wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne einen Kommentar lassen. Und auch ein Abo. Daumen hoch fehlt natürlich auch immer ein bisschen noch. Und dann viel Spaß mit dem Video. So, die Blase kommt hier. Unfault. Ui, da gibt es vielleicht noch mal was. Ja, super. Lösel hat hier den Ball, Lienhardt hat den Ball hier weggeschlagen und somit gibt es in der 5 Minuten schon Gelb für die Blasis nach diesem Foul hier an Levels. Er konnte natürlich überhaupt nicht mehr an den Ball kommen, der De Blasis, denn Nyland hatte den Ball schon in der Hand, aber gut, so ist es halt. So, 13 Minuten, Mali auf Córdoba, da ist De Blasis schießt und Levels. Blocken zur Ecke, allerdings habe ich da ein bisschen Hand gesehen. Und so ist es auch. Ich würde nur sagen, da war teilweise noch Hand dabei. Und jetzt sind wir schon in der 20. Minute. Es ist nicht viel los, außer dass hier viele gelbe Karten gezeigt werden. Jetzt für Bungert. Nach diesem Foul an Groß. Naja. So, De Blasis. Und da kommt Donati. Donati mit ein bisschen Platz schießt und ganz knapp drüber über die Latte. Donati hat einen super Schuss, wie wir hier sehen können. Und den hat er mal ausgepackt am Rande des 16ers und der ging ganz knapp über die Latte. Das dürfte abseits gewesen sein. Ja, so ist es. Ja, und Donati hätte hier fast Nyland besiegt. Allerdings hat er es halt ein bisschen zu hoch angesetzt. Morales hier klar und deutlich im Abseits. Oder sind wir ja schon in der 41. Minute? Ingolstadt kommt mit Roger, Legiano und der war auch gar nicht so schlecht. Legiano zeigt sich hier das erste Mal im Spiel. Aber er ist, glaube ich, Rechtsfuß und mit links hat er jetzt hier geschossen. Das konnte nicht so viel werden. Und das hat man auch gesehen. 44. Minute. Mainz kommt noch mit Mali, Córdoba, Clemens. Oh, Matip klärt hier ganz knapp vor Clemens noch zur Ecke. Da hatte Clemens schon geschossen. Können wir hier sehen. Und dann mit, ja, mit dem Oberschenkel eigentlich. Alles rechtens geklärt. So ist es. 45. Minute. So, Latzer. Latzer wird gelegt. Und es gibt Elfmeter. Es gibt in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit Elfmeter, denn Latzer wurde durch die Nummer 9 gefoult. Wer ist es? Es ist Hartmann, glaube ich, ne? Die Nummer 9. Stürmer sollten nie im eigenen 16er irgendwie versuchen, irgendwas zu machen. Und jetzt hat Mali hier die Chance, zum 1:0 zu machen. Ganz knapp vor der Pause vom Halbzeitschiff. Er läuft an und schießt in die Mitte und Nyland hält ihn ganz locker. Das war einer der schlechtesten Elfmeter, die man sehen konnte. So. Nachspielzeit läuft, wie gesagt, Donati. Und jetzt ist abgepfiffen. Also, wir sehen hier ein 0:0
aber eins der bisschen spannenderen Art. Viel Zweikampf, viel Kampf. Es geht ja sowieso hier bei uns in der Tabelle um, ja, Ingolstadt auf jeden Fall Abstieg oder Klassenerhalt, und Mainz ist auch nicht mehr so weit entfernt, glaube ich, davon. Gesichertes Mittelfeld ist anders, aber so spielen halt beide Mannschaften hier Abstiegskampf sozusagen, und da sehen wir uns schon in der zweiten Halbzeit wieder. Mit drei Wechseln. Bungert frei und. Oh, er ist noch runter. Ich weiß gerade gar nicht. Jairo Rodriguez sind auf jeden Fall auf dem Platz und mal sehen, was jetzt noch bleibt. Ingolstadt hat auf jeden Fall angestoßen und hat den Ball noch. Macht aber nicht viel draus. So, da kommen wir da. Aber da wurde auch schon geklärt. So, 61. Minute. Wir haben einen kleinen Sprung gemacht. Latza, Mali und abgelockt. Aber Córdoba ist nochmal hinterher, hinter Morales. Oh, Fehlpass. Mali. Latza schießt und Nyland hält den Ball. Ja, da hat Mainz mal wieder gezeigt, dass es eigentlich können mit dem Kombinieren. Und Latza hat schon einen guten Schuss. Hat ja bei uns hier auch schon ein paar Tore gemacht. Und Platz hätte gehabt. So, 66. Minute. Mali. Ja, der macht hier gerade das Spiel. Wieder Latza. Und Nyland hält wieder. Ist gerade ein Duell Latza gegen Nyland. Aber das ist auch schon fast vorbei, denn wir sind in der 79. Minute. Nächster Wechsel. Watsche geht raus. Dafür kommt Christensen rein. Ein bisschen offensiverer Mittelfeldspieler. Und hier kommt Mali. 93. Minute schon. De Blasis. Er schießt drüber vorbei. Und es wurde abgepfiffen. Ja, es war die letzte Aktion hier in diesem Spiel. Es geht 0 zu 0 aus. Zweite Halbzeit war nicht mehr so viel da zu zeigen. Kaum Highlights. Und was war denn das hier für ein verrückter letzter Angriff? Da hätte Mainz noch in der allerletzten Sekunde hier das 1 zu 0 machen können. Hat nicht geklappt. Córdoba kam überhaupt nicht ins Spiel. Und ja, die Fans sind auch ein bisschen komisch hier in diesem Spiel gewesen, denn kaum Stimmung, es gab so gut wie gar nichts irgendwie an Fangesängen und so weiter. Deswegen, ja, so ist halt mal ein 0-0 und der Abschluss des 26. Spieltags. Denkt dran, jetzt am Wochenende kommen hier 9 Videos. Ja, es ist so, denn an diesem Mittwoch ist englische Woche und somit Spieltag vom 27. Spieltag. Schaut gerne vorbei bei den Videos, da sind auf jeden Fall ein paar packende Spiele dabei. Und vielleicht mit meinem Kollegen Armin schon mit dabei. Mal sehen, muss ich mal nochmal klären. Bis dahin sage ich ciao, bis zum nächsten Video. Kommentiert wie gesagt gerne hier. Gebt euren Tipp ab, wie geht's aus? Also ich würde mal sagen, Mainz müsste es hier eigentlich schon schaffen, wobei Ingolstadt ja in manchen Spielen auch nicht so schlecht ist. Könnte auch ein 1-1 oder 2-2 werden, wenn Mainz auch gut drauf ist. Werden wir aber sehen, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Gerne noch einen Daumen da lassen und den Kanal noch abonnieren. Ja, die weiteren Videos hier, Karrierevideos, laufen natürlich auch noch weiter, das ist ganz klar. Und halt noch die anderen Playlists. Ja, und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Video.